Willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Ich nehme so viele Spiele zurzeit zeitgleich auf, dass ich mich irgendwann mal verspreche und das falsche Spiel ansage. Ich habe neben den Folgen ein bisschen gewerkelt, ergo wir können quasi, muss ich mal gucken, wir können schon was bauen, also was anderes, jetzt muss ich mal gucken. Also die Fischerei hatte ich schon gebaut, da ist schon einer dran. Und die Näherei, jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Irgendwo war die Nähe. Achso, Hühnerschuppen kann man, Hühnerstell kann man tatsächlich jetzt machen. Das würde ich, das ist ja, oh, ist das niedlich. Das würde ich direkt hier neben bauen, wenn ich tatsächlich bin, hier neben den Schuppen. So. Oder ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich würde gerne bei den einzelnen Dingern irgendwie so einen Zaun machen. So ein bisschen dekomäßig, dass das auch ein bisschen doof da zerstören. Zaun? Da hoch. Einen Zaun würde ich gerne bauen. Tatsächlich. Dann müsste ich das ein bisschen weiter wegstellen. Ich würde das dann so machen. Würde hier zwischen dann so einen Zaun hinstellen, so einen kleinen, dass man hier so die Hühner halten kann. Oder die Hühner bleiben halt offen, je nachdem wie viel Böcke man halt hat. Könnte man eigentlich, oder? Einen Zaun? Kann ich einen Zaun überhaupt schon bauen? Oder da, Zaun. Nein, kann ich. Achso, ich habe es ja noch nicht gebaut. Haha! Oder gekauft, je nachdem, wie man das macht. Sehen möchte. Tatsächlich hier so ein Zaun, so der so einmal hier so rumgeht, hier so vor. Oder heißt es, soll man einen Zaun bauen? Ich weiß es nicht. Bin ein bisschen, ratlos. Vielleicht bauen wir auch erst die Näherei. Da, die Näherei. Die packe ich dann. Die würde ich dann quasi. Muss ich mal gucken. Wie ist denn der Eingang von der Näherei? So, oder? Ja. So. So ist doch, glaube ich. Ja, so ist okay. Ich brauche 8. Pilze. Ich muss mal nachher, wenn wir die Sachen gebaut haben, mal auf Pilzsammlung gehen, damit wir Pilzsuppe machen können. Stämme. 10 Stück. Steine brauchen wir 8 Stück. Ich hatte Lachs. Wo packen wir es denn hin? Wo packen wir es denn? Da, Stöcker. Ich mache einfach mal 100. Achso, und das Stroh. Stroh muss ich noch holen. Hier könnte man noch so einen Weg zwischen machen. Hier so. Aber das ist, glaube ich, zu eng, oder? Ah, hier ist der Eingang. Ist das hier die Treppe hoch? Warte mal. Was ist denn der? Mal immer gucken. Näherei. Ist der Weg wirklich so? Nee. Auch falsch. So. Ach, das sieht aus, als wäre hier der Eingang quasi. Gehen wir einfach davon aus. Also ich meine, wir werden es ja gleich sehen. Es ist tatsächlich auch so. Oh, ich hätte es ein bisschen drehen sollen. Warte mal, wir drehen es einfach mal. Zerstören. Hier den Weg wieder wegmachen. So, jetzt machen wir es nochmal. Nein.
Der Eingang ist nämlich hier tatsächlich. So, das ist doch mal viel schöner. Ich brauche nochmal neue Steine. Wo haben wir denn unsere Steine? Nehmen wir einfach. Ich habe nicht gedacht, dass das tatsächlich der Eingang ist. Achso, jetzt muss ich mal eben einmal Dings holen. Können wir gleich mal ein paar Klamotten nähen, weil wir ein paar Sachen haben. Mal hier hinten mit Stroh holen. Ich glaube, 100 Stroh sollte reichen. Achso, ich brauche noch Holzstämme. Muss ich auch nochmal holen. Wupp. Da. Wenn man die restlichen Aschen. Also, vielleicht sollte ich auch mal was trinken. Pilze. Wenn die hier schon so liegen, dann nehme ich sie auch gerne in der Hand. Einmal was trinken. So. Machen wir erst das Dach. Auch ein Stück weiter nach hinten stellen sollen, tatsächlich. Ach, scheiß drauf. Mach das jetzt nicht nochmal kaputt. Lohnt sich nicht, das kaputt zu machen. So, ich sitze. Ich sitze ja immer noch im Weg. So. Das passt gerade eben. Das passt gerade eben. Oder? Oder brauche ich noch ein Holz? Hey, es passt. Oh, es passt genau. Wow! Wir haben eine Nähe. Cool. Kann ich mal eben die Sachen wegpacken? Stöcker. Wo behalte ich erstmal? Pelze. Einmal. Zweimal. Tierfutter. Wollgarn. Wollstoff. Und das. Das Mehl muss ich auch mal woanders hinpacken. Genauso wie die. Was machen die Holzschalen da drin? Leder, Leinengarn. Bitte lass mich. Okay, ich kann mich noch bewegen. Okay. Guck mal gleich mal eben. Gleich mal eben die Sachen in die richtigen Dinger rein. Können wir auch ein paar Fackeln machen, damit das Dorf nicht immer nachts im Dunkeln liegt. So. Erstmal hier das Stroh wieder rein. Da, Stroh. Einmal. Tun wir einmal die Teller da hinten hin. Dann nehme ich auch die Pilze direkt da reinpacken. Ah, da ist noch ein Pilz. Dankeschön. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, was hatte ich noch? Achso, die Teller. Die Teller noch gehabt. Okay. Ist denn mein Mannequin eigentlich? Bist du. Warst du das? How do you do? Ja, du warst das. Romantik. Wie geht's dir? So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt. Das macht mir Angst. Mit der Rosinen geht immer.
Ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Oh. Meine Mutter, warum sie hätte das Herz an meines. Nein, das mag der gar nicht. Scheiße. See you around. Ich habe so gute Fortschritte gemacht und wurde wieder zurückgestoßen. Da ist er frech. So, gucken wir mal. Ach ja, scheiße, man muss das ja erstmal lernen. Technologie. Warum ist denn? Hühnerstall? Hühnerfutter. Ich habe kein Geld. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal Sachen verkaufen. Gehen wir erstmal Sachen verkaufen. Gucken wir mal eben, ob wir Essen machen können. Mein Gott, warte mal. Kohl und Fleisch und Schale. Okay, warte mal. Kohl, Fleisch und Schale. Mal gucken. Haben die mal was gefangen oder mittlerweile nicht? Jo, zwei Fleisch. Nehme ich auch mal eben mit. Wie viel habe ich? Die fünf nehme ich sieben nehme ich auch mal eben mit. Können wir gleich mal pennen und dann gehen wir mal rüber. Nein! Ah, ich wollte gerade sagen. Machen wir irgendwie Fischfilet? Können wir auch eben verkaufen. Ich glaube, dafür gibt es keine Suppe für Fisch, oder? Gibt es eigentlich nur gebratenen Fisch? Sehr gut. So. Kessel. Ist wie viel? Nein, halt, stopp mal. Wie viel? Kein Fleisch. Mal die Hälfte von dem Fleisch nehmen. Kohl, Mehl, Salz. Drei Stück. Die zwei Suppe kann ich machen. Ach, Kohlsuppe. Zwiebeln, ich habe keine Zwiebeln. Ja. Yeah. Oh, ich kann's. Gucken wegen Essen. Ja, den Kohl, den würde ich gerne da behalten. Obwohl, wie viel kostet Kohl? Zwei, aber den brauche ich ja gar nicht zu verkaufen. Käse kostet 40. Da kann ich für 40 verkaufen. Alles andere ist. Doch, den Weinflasche. Wein kann ich verkaufen. So tun wir mal eben pennen. Schlafen. So, gehen wir mal rüber. Wo ist mein Mannequin? Da. Du bist doch mein Mann, oder? Ne, du bist zu alt. Ja. Gar nicht alt. Hi, doch alt. Guten Tag. Hallo. Ich habe die Fischhütte und die Näherei gebaut. Sehr, sehr gut. Nice.
gehe jetzt gerade ein paar Sachen verkaufen, weil wir können nichts machen in der Näherei. Weil ich kein Geld habe. Ich gucke auch gleich mal, ob ich ein paar Quests eventuell kriege. Ich bin dabei, einen Mann zu kriegen, aber der widerstrebt sich so. Brauche ich dafür, um den zu heiraten, den Ring? Nein. Okay, gut. Aber was du machen könntest, du könntest die Pilze hier sammeln, die drumherum im Walde stehen. Da können wir nämlich Pilzsuppe machen. Oder ich mach das gleich. Achso, ich habe unsere Mannequins mal umgestellt. Ich wollte jetzt was anderes sagen. Ich habe denen jetzt das gegeben, wo die das meiste drin haben. An Punkten. Ah. Ja, so. Dass das halt passt. Ich habe jetzt 2 Stück als Jäger, weil deine ja schwanger werden musste. Das heißt, wenn die ausfällt, haben wir noch einen Jäger. Was heißt hier? Hehe. Immer diese Frauen lassen sich einfach zu schnell schwängern. Echt so. Katastrophe, statt sich einfach Zeit zu lassen. Also sagt die mit fast 30. Da sitzen wieder Mannequins. Ah, dann. Okay, das heißt, nur für die Season sitzen dann keine Mannequins mehr vorm Feuer. Gut zu wissen. Wie nur für die Season? Nur für die Jahreszeit. Ja, okay, also das heißt, du kannst jede Jahreszeit kommen, komplett neue, die du... Genau. Ja. Weil da saß nämlich keiner, tatsächlich. So, wo... Hallo. Hello there. Ja. Ich würde dir gerne Sachen verkaufen. Achso, ich habe die Mine, die ist auch leer. Ich habe das ganze Erz, was da gibt, habe ich, hergeholt. ...320 ist ja echt viel. Ich essen. See you around. Technologie. Achso, einen Hühnerstall können wir auch machen, aber ich weiß nicht, wo ich den hinstellen will, ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, hol einmal Hühnerfutter. Näherei. Okay, Leingarn hätte ich gerne. Leingewebe hätte ich gerne. Boah, Alter, ist das teuer! Oh, Bündel? Ein Möbel zum Aufbauen von ein paar Gegenstände. Cool, ich wüsste gerne, wie viel die kosten, wenn man die verkauft. Damit ich hier so einigermaßen... Warte mal, wo ist denn hier der... Da ist der Klamottenkatze. Edelschuhe kosten... Kleine, einfacher Rucksack. Einfacher, kleiner Rucksack, 180. Na, Rucksäcke haben wir ja. Ja, nein, aber zum Herstellen, zum Verkaufen, meine ich. Ich guck gerade, was halt effizient, wenn ich das jetzt hole, am besten ist. Also, vielleicht auf jeden Fall irgendwelche Sachen, die im Winter sinnvoll sind. Auch für unsere Bewohner, nicht, dass sie dann... Ah, du meinst erfrieren? Ja, also ich könnte einen... Hut, Schuhe, einfache Schuhe, Pelzschuhe könnte ich machen. Brauchte ich Pelz und Leder für. Ja, vielleicht Gürteltaschen, je nachdem wie viel die kosten. Die haben wir noch nicht. Naja, kann ich nicht machen. Also ich kann dicke Lederhandschuhe machen und dann halt eine kleine... Ja, passt auch nicht. Dann muss ich noch was verkaufen. Dann kann ich beides machen. So, jetzt.
Also einmal Leder, dicke Lederhandschuhe. Würde ich einmal nehmen. Da brauchst du Line Gun für. Ist auch doof. Für die Pelzschuhe brauchst du. Ja, müssen wir auf dem Feld nur dieses Flachs anbauen. Ja, das dauert halt. Oder du nimmst halt Pelz und halt diese Pelzschuhe, die brauchst du nur Pelz und Leder. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur Farm. Ich meine, wenn wir die machen, dann kann ich die ja wieder verkaufen. Dann haben wir wieder Geld für andere Sachen. Aber so haben unsere Medikists erstmal was so. Ich habe noch 100 Gold quasi übrig. Ich will jetzt nichts nehmen mit Leingarn, ey. Stroh, Leingewebe, ja toll. Leingewebe, Säckchen. Stroh, Leingewebe. Ich nehme einfach einfache Schuhe. Ich bin pleite. Also ich gehe mal einmal zum... Vielleicht haben wir ja an dem... Haben wir ein Brett noch was? Oh, wir haben ein Brett Sachen. Kupferhammer, 2 Stück. Ja, das ist nicht schwer. Abliefern da bin 3 Steinmesser, Steinäxte, Wurfstein und Holzspeer. Okay. Abliefern an Darwin, Eimer, 2 Stück. Okay. Kann ich ja gleich machen. Gehst du dann jagen und holst Leder und so? Ich bin schon dabei. Ich habe 4 Wildschweine schon. Sehr gut. Ja, weil die NPCs brauchen ein bisschen. Also für das Paar, was die da jagen. Ja. Kann man eigentlich auch selber losgehen, tatsächlich. Ich glück dann mal auf dem Weg irgendwie Pilze oder sowas. Hier sind zum Beispiel ganz viele. Läuft dafür. Wo ich hin wollte, komme ich eh nicht mehr. Dann... Ich bin mal die Map abgelaufen, um nach Ton zu suchen. Das ist so ein bisschen mau. Ton? Ja. Ich habe hier gerade gefunden, wo ich bin. Ich bringe auch mit. Ich sehe dich auf der Karte gar nicht. Ach, da hinten wirst du, am Arsch der Welt. Ja, ich wollte ganz oben zu diesem roten mal hinlaufen. Ja. Klein. Da war ich noch nicht, tatsächlich. Aber wie gesagt, ich. Dachte mir, diese 2 Wildschweine nehme ich mit. Ja. Die 4. Ja, wie gesagt, ich sammle hier gerade Pilze wie die Irre. Ja, ich gucke, dass ich hier noch den Ton mitnehme, den ich hier noch finden kann. Dann dürfte ich auch überladen sein. Überladen wir noch nicht. Ich finde nur kleine. So Rieslinge finde ich genug, aber mir fehlt halt der dritte. Jetzt mal gucken, wo ich ihn gleich herkriege. Muss ich mal gucken. Ich habe gestern Avatar ja, gestern? Am Sonntag Avatar gespielt. Mein Gott, sieht das Game schön aus. Ja, habe ich kurz mal zugeschaut. Also es ist schon, ich glaube, wenn du einen 4K-Bildschirm hast, dann sieht das nochmal knackiger aus. Ja. Und wird solche Spiele sind der Grund, warum ich mir einen 4K-Bildschirm holen würde. Einfach nur, damit die Farben so richtig geil rüberkommen. Ja. So, ich glaube... Mehr passt nicht rein.
Ich habe gemerkt, umso länger ich das Spiel spiele, umso mehr mag mein OBS nicht mehr. Ja gut, Avatar ist auch. Ja, auch alleine, weil ich den Filter drin habe mit dem Hintergrund verschwinden. Müsste ich dann rausnehmen. Aber nach so 6 Stunden sagst du OBS dann auch, ich habe keine Lust mehr. Das merkst du nämlich, weil das nämlich anfängt zu ruckeln. Wie hast du es eigentlich geschafft, so schnell eine Frau zu kriegen? Der Kerl bei mir, der sträubt sich voll. Ich glaube, es war einfach nur ein Bug. Egal, was ich... Also ich konnte ja durchgehend mit ihr reden. Ja, yes, wenn du das Richtige sagst, kannst du das bei ihm quasi auch. Nur sag ich einmal was Falsches, wie zum Beispiel, ich habe Angst vor einer Beziehung, direkt 10 Dinger minus, wo ich mir denke... Ja, du darfst ja auch keine Angst... Also du musst ja auch immer das sagen, was er hören will. Das ist egal. Wie schnell eine Frau Chloroform? Leck, ey! Also ja, jetzt einfach. Die Frau gibt's noch nicht hier. Weißt du, fass mich. Ach ne, Dixie Klo. Also ein Klo gibt's ja schon. Klo kannst du bauen, ja. Das war. Ich wippte gerade in meinem Kopf so rum. Ob sie das schon eingefügt haben, dass wir. Wo es noch nicht gab, war das ein bisschen. Habe ich mich gefragt, wo machen die hin? Gehen sie einfach in den Wald und vergraben? So, essen. Wir können Mischling. Ein Pilze. Okay. Dann mache ich mich mal daran. Oh, halt, stopp. Leinengewebe. Hey, ein Leinengewebe. Okay. Oh Gott. Na ja, mal gucken, was habe ich denn genommen? Nein. Ja, mache ich erstmal Pen. 2 Page-Schuhe für die. Frage ist, wie mache ich das, dass die unsere Dorfbewohner die nehmen? Gute Frage. Vielleicht einfach in die Kisten von denen packen oder so. Ich würde fast behaupten. Leder. Was soll ich denn mit dem Mehl? Pelz. Wolle? Wollgarn? Wollstoff? Mehl. Ich hab's gleich geschafft. So, mal eben. Achso, ich brauche ja noch die Dinger für den Hühnerstall. So. Habe ich denn die Schuhe? Feldschuhe 1. Ich packe mal bei euch ein paar Feldschuhe rein für deine Frau. Sehr freundlich. Ich weiß. Die anderen müssen halt dann mal eben warten. Hi. Kannst ja hinten in die Truhe packen, dann kann ich gleich neue machen. Guck gerade mal in die Nahrungskiste. Hey, 3 Fleisch! Huhu! Achso, brauchst du Fleisch? Aha. Ja, warte mal. In die Küche packen. In die Küche! In die Küche damit! Damit ich das Fleisch auch. Das Fleisch in die Küche, damit ich das zubereiten kann. Hm.
Dann packe ich mal die 103 Fleisch in die Küche. Na cool. Könnte ich nämlich gleich mal wieder loslaufen und verkaufen. Fleisch. So. Fleisch. 20 cool. Leder. Wo habe ich denn die Teller und die Schalen? Teller oder Schalen? Das muss ich mal überlegen. Oh, super, 4 Stück. Oh, ich habe nochmal 70 Ton mitgebracht. Sehr gut. Wir brauchen dringend Zwiebeln. Tue ich das Essen mal hier hinten wieder rein? Okay, gut. Hast du das Leder und so hingetan? In den Dings. In dem Lager. Ja. Ja, warte. Aus, wir haben. Warum landen die Holzscheine und Holzteller alle bitte in den Lager? Wir haben gar keine Zwiebel angebaut. Die kannst du auch nicht. Ach, verdammte Hacke. Also ich meine, dass du es nicht kannst, das ist die falsche Jahreszeit, glaube ich, für, sonst hätte ich sie nämlich angebaut. Im Frühling, was haben wir? Herbst. Ja, das geht nicht. Ja. Pilz. Pilz. Hopfen, Hopfen. Weg. Ich habe nochmal 2 Page-Schuhe gemacht. Mangelt an Leder, tatsächlich. Wow. Ich habe noch 2 Schuhe. Ich verteile die nochmal im Haus. Da hatte ich jetzt nur einen reingepackt. Packe ich da nochmal einen rein? Nur 2 Feldschuhe. Achso, bei dir habe ich schon einen reingepackt. Wo ist denn mein Mann? Wo ist denn der? Wo ist die Frau? Also. Nee, du bist ne... Bist du? Hello there. Nee, du bist das nicht. Oh, have a nice day. Wo ist der denn? Ich? Nein, nicht du. Ach so, der ist wieder am Arsch der Welt, am Fischen. Oh. Ich wollte denen eigentlich die Schuhe geben. Ach so, warte mal. Da war ja was. Quest. Was war das? 2 Kupferhammer. Ist bei euch. Ist bei euch jede Menge Holzdinger. Ich jag jetzt eher das Bison wie ein Reh. Der Bison gibt mehr Fell oder Leder, wie auch immer. Ja. Der Bison gibt vor allem ganz viel Aua. Der Bison sind halt. Mein. Haha, jetzt rennt er weg.
keine Pfeile mehr. Du bist der Falsche, oder? Du bist der alte Sack. Wie gesagt, ich habe in der Stadt mit der Mine habe ich die ganze Mine leer gemacht. Sehr gut. Hast du das ganze Zeug wieder hier zurückgeschleppt? Ja, habe ich. Also ich bin, glaube ich, dreimal gelaufen, dann war die Mine leer. Man kann auch einfach in die Nähe dann so ein Lager bauen quasi nochmal. Weil das hat so ein... die Lager sind alle miteinander verbunden, die Kisten. Ich weiß, du musst zwei von den Minendingern bauen, damit du an den Minensachen hier in der Stadt drankommst. Eigentlich bräuchten wir nur so ein Minen-Dings bauen. Zwei Stück. So, jetzt habe ich nochmal ein paar Pilze geholt. Hier ist noch ein Bildschein. So. Achso, die Hammer wollte ich machen, genau. Ich brauche 2, 4 Kupfer. 4 Kupfer. So. Leck mich am Arsch. Ich kann keine machen. Ich bin ein Idiot. Steinmesser, Steinaxt, Wurfstein? Wie macht man denn Wurfsteine? Wurfsteine brauchst du nicht. Das ist ja... Achso, eine ganz normale Steine. Ja, aber es ist einfach Steine zu... Steine, die du werfen kannst. Ja, wie verarbeite ich die? Ich glaube, in der Schmiede geht das. Und dann habe ich das nicht hergestellt. Dann habe ich das nicht, oder? Ist in die Schmiede. Nee. 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 Schmiede. Nee, in der Schmiede ist es tatsächlich nicht. Ist es tatsächlich nicht. Aber jetzt muss ich mal gucken. Wo ist die Quest überhaupt? Tagebuch Quest. 3. Okay, warte mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.